So, wir haben ja letztes Mal jetzt hier einen Schnitt gemacht und weiter geht's. Den Papierflieger, den habe ich hier mal eben mal gestoppt. So, den nehmen wir mal mit. Und ich weiß nicht mehr, welche Richtung ich laufen musste. Ich glaube, das war doch da hinten, oder? Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. War das hier vorne in meiner Ecke? Oder bin ich schon dran vorbei? Ich glaube schon, hier vorne war meine Ecke. Ich kenne mich ja auf dieser Map nicht so gut aus. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen verwirrt. Ich glaube, das war richtig. Gucken, ob ich den jetzt. Welches Level hat denn der? Level 12. Ja, und jetzt ist, glaube ich, nicht zu. Bist zu stark. Oh. Oh. Kleine Kombis, kleine Scheiße. Ja, kommt nachher, ihr kleinen Scheißer. Diesmal habe ich einen Flugsaurier dabei. Oh, es sind ziemlich viele. Scheiße. Mach doch was. Warum greifen denn nicht an? Scheiße. So. Irgendwie leckt es. Ich kann nichts machen. So, jetzt. Mann, was war das denn für ein blöder Leck? Einfach mal alles stehen geblieben. Hier die ganze Kompi-Gang hier. Ich habe die richtigen Turnschuhe an. Ihr braucht mir nicht die Turnschuhe klauen. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt muss ich echt aufpassen. Jetzt muss ich gerade erstmal ein bisschen aufpassen. So. Ich esse mal schnell was. Ach, kann gerade nichts essen hier im Wasser. Okay. Ist ja auch Logo. Und jetzt. Ich muss echt was essen, ganz schnell. Wenn ich nämlich wieder Leben bekomme. Der kriegt es nicht hin, ne? Er fliegt nur im Kreis. Naja, egal. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Die kleinen Kombi-Scheiße. Ach so, ich muss ihm ja. Schon wieder ein Drache vorbeigeflogen im rasenden Tempo. Das ist echt der Hammer immer. Ich muss ihm ja, glaube ich, noch erstmal das. Wie war das denn nochmal? Dem Flugsaurier sagen, hier erstmal mal aufhören. Wie war es hier? Whistle. Okay. Na komm mit. Jetzt aber schnell weg, bevor die kleinen Scheißer wieder kommen. Die sind weggelaufen. Okay. Oh, hier ist mein Haus. Ja, ah, jetzt stimmt. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hier ist mein Haus. Klar, hier ist noch ein bisschen Unordnung, weil jetzt kein Baum mehr da ist, den ich eigentlich haben wollte. Aber, oh, könnten den eigentlich angreifen und killen? Nein. Okay. Nein, jetzt wollte ich doch nicht eigentlich abschießen. Mensch. Jetzt habe ich heute so viele schon verschwendet, verdammt. Aber egal, ich kann ja ein paar Pfeile wieder aufheben. Es tut mir leid, lieber Flugsaurier. Mist. Craften ist erstmal wieder neue Hacke. Den Trike, den werden wir uns, denke ich mal, auch noch zähmen. So, wo ist jetzt noch hier ein bisschen Holz da hinten? Wir wollen hier noch schnell den Flugsaurier kaputt schlagen, weil wir brauchen das Fleisch und ein bisschen Hide und irgendjemand hat gerade so aus der Luft geschissen. Es ist heute ziemlich viel los, muss ich sagen. Gefällt mir echt gut. Tut mir leid, es tut mir leid.
So, tot ist er. Der arme. Arme Flugi. So, der hat eine ganze Schildkrötengang. Das ist echt so lustig. Jetzt versuche ich den natürlich erstmal hier im Gehege landen zu lassen. Gucken, ob das klappt. So. Wo ist er? Der Papierflieger ist draußen gelandet, der Vollpfosten. Komm mal her. Jetzt sollst du doch nicht da landen, Mensch. Ich habe natürlich jetzt ein Flugsaurier gezähmt, aus dem Grund, damit er schon mal anfängt zu leveln. Was macht er nicht? Okay. Dann lassen wir ihn erstmal draußen stehen. In der Hoffnung, dass der jetzt nicht irgendwo direkt gefressen wird von irgendeinem Raptor. Raptor würde ich übrigens gerne haben, aber jetzt habe ich jetzt keinen gefunden. Okay, dann lassen wir das mal hier draußen. So. Holz, zack. Wir werden das Haus übrigens auch nochmal ein bisschen vergrößern. Erstmal räume ich ein paar Steine weg. Und das ganze andere Gedöns. Ich bräuchte noch ein paar von den Rohmaterial, von dem Roheisen. Ach Mist. Eine Unordnung. Ein totales Chaos. So, was haben wir hier? So. Ich glaube, da kann ich nur eins von machen. Nicht mal. Ich brauche da, glaube ich, schon 8 Stück von. Hier das Ei. Tun wir jetzt hier rein. Ach, und die anderen Sachen auch mal. Erstmal, totales Chaos. Lasse ich das auch mal so, wie es ist. So. Jetzt kann ich, glaube ich, noch ein paar Pfeile hercraften. Genau. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Perfekt. Und du hast, glaube ich, noch ein paar Narkotiks gehabt. Narkotikbeeren. Gammelfleisch. Und das nehmen wir auch raus. Wie sieht's aus hier? Der hat das Melee Damage ist okay. Geschwindigkeit gefällt mir richtig gut. Wir bleiben bei der Stamina erstmal. Und so viel Fleisch brauchst du auch nicht. So. Ich hätte es eigentlich auch drin lassen können, weil ob ich das da drin vergammeln lasse oder bei mir hier in der im Mörser im Pestel ist das nicht so wichtig. Gucken, wie viele Punkte kriegt man dafür beim... Okay, man kriegt schon recht viele Punkte am Anfang noch für das Herstellen von so kleinen Narkotiks. Aber dafür brauchen wir erstmal ein paar mehr Beeren und überhaupt noch alles andere drumherum. Aber wir gehen jetzt erstmal ein bisschen nach Holz noch farmen. Holz ist immer... So, jetzt kann ich wieder zurücklaufen, weil ich bin jetzt schon fast voll. Ein grüner Strahl, den würde ich gerne mal looten. Das ist, glaube ich, für mein Level genau richtig. So. Holz und Tetsch und sonst was. Passt du nicht mehr rein. Tun wir die Beeren raus. Ich brauche unbedingt ein Futternapf. Das ist echt wichtig. Und wir suchen jetzt was jetzt mal mit den Steinen. Wir müssen irgendwie ein bisschen Roheisen rausholen. Das kriegen wir aber nicht aus diesen Steinen. Das müssen schon diese runden Steine am Wasser... Oh, da kriegt man wohl. Aber die runden Steine am Wasser, die droppen viel, viel mehr von dem Roheisen. Vielleicht habe ich ja Glück. Wenn ihr übrigens mit der Spitzhacke, was ich jetzt gerade mache, haut, kriegt ihr mehr Materialien. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt gehabt. Materialien, wenn ihr aber mit der Axt, mit der Hatchet schlagt, dann kriegt ihr mehr Stein. Ich glaube, für den Futternapf brauche ich 8 Stück. War das richtig? 8 Stück, okay. Dafür brauchen wir jetzt noch ein bisschen. So. Den hier will ich nicht kaputt schlagen, weil der ist ziemlich nah an meinem Haus. Das bedeutet irgendwie, dass der dann auch nachher verschwindet. Welches Level bist du denn eigentlich? Bist du weiblich oder männlich? Level 8 geht so, nicht? Zum Farmen ist okay. Werden wir es auch gleich machen. Bitte. Ja, ja. Mist. So schön. Komm. Schnell, schnell, schnell. Okay. Schade. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich bekomme noch ein paar...
ein bisschen Roheisen raus. Aber, na. Jetzt wird's natürlich blöd. Jetzt wird's dunkel und ich habe natürlich auch noch keine Standfackel gecraftet oder auch nicht mal erlernt. Aber ist egal. Ist egal, machen wir es erstmal so. Habe ich jetzt, das müsste jetzt reichen. 8, okay. Thatch, Holz, Fiber. Und Futternapf. Futternapf ist übrigens einer meiner Lieblingsgeräte, Gerätschaften oder Items hier in diesem Spiel. Da kann man nicht nur die Bären für die Tiere drin lagern, sondern einfach auch für sich selber. Ich nehme jetzt nämlich genau, das mache ich nämlich jetzt, alle Bären, die ich jetzt so übrig habe. Eier könnt ihr auch da drin lagern, ist aber nicht so, wirklich nicht so schlau. So, ich werde das, den Futternapf hier an die Wand setzen. Machen wir hier an die Wand. Hier vorne. Ne, hier. Ist natürlich jetzt ein bisschen dunkel. So. Perfekt. Jetzt machen wir Transfer all Items. Dann die werden natürlich nur die Sachen, nur die Items reingeschmissen, die hier reingehören. Es wird, sind keine Pfeile oder sowas. Hier werden keine Pfeile reingeschmissen, also supi. Genau richtig. So, alles klar. Das haben wir jetzt erstmal gemacht. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem nächsten Level? Kriege ich jetzt gleich. Und das machen wir jetzt auch schnell. Wir machen jetzt mal ganz kurz nochmal irgendwo. Es war doch gerade so dunkel, jetzt wird es wieder so hell. Oh, das mit dem Lavastrom da hinten sieht super genial aus. Gestern gab es so viele Raptoren und jetzt kriege ich nicht einen. Ich farme jetzt noch ein bisschen Beeren, aber nicht, weil ich dies zum Essen brauche, sondern ich brauche noch diese Narko-Beeren. Für die... Für die Narkotiks, um eben die Tiere nachher zu betäuben. So... Jetzt Level up und jetzt will ich hoffen, dass ich gleich meinen Pteranodon-Sattel bekomme. Der war doch, ist der nicht auf Level 25? Ich bin jetzt Level 25. Ja. Mal gucken, was brauche ich denn jetzt noch? Fortitude. Fortitude ist immer cool. Wer kommt denn da angeflogen? Wie ein Psycho. So, das kann ich jetzt machen. Ich weiß es. Ich rieche es. Raptor-Sattel. Okay, jetzt geht's weiter. Trike. Terrorbird, das ist ja auch einer, also es ist echt, Terrorbird gefällt mir so sehr. Oh nein, nein, nein. Terrorbird, sehe ich nicht. Wo ist denn der Sattel? Oder ist 35 eher? Ich glaube, das wäre erst 35, ach nö. Da muss ich mir einen Frosch zähmen. Trike ist natürlich ein bisschen blöd. Da muss ich mir einen Frosch zähmen. Gucke ich mal gleich mal heute, wenn es gleich Nacht wird, wenn die Nacht vorbei ist, sorry, ob ich da hinten irgendwo mal einen Frosch herbekomme. Oh, ist das dunkel hier. Meine Fresse. Und ich kann natürlich jetzt so nicht farmen, oder? Doch, mit der... Ah ja, klar, mit der Fackel kann man ja farmen. Das ist schön. So schön, farm, farm, farm. Also ihr wisst ja, Leute, das ist natürlich, jeder Anfang ist schwer und das ist genau das gleiche. Ich fange jetzt gerade hier neu an. Wir sind auf der Map The Center und hier habe ich mal gerade nichts, null Niente. Und das bedeutet, ich muss, warum ist denn da hinten so viel Licht, selber erstmal alles wieder erfahren, damit ich überhaupt mal wieder was habe. Er ist wirklich geschafft. Wo ist er runtergekommen? Hat er es wirklich geschafft? Ach nee. Ich weiß natürlich nicht ganz genau, ob ich den in den Kopf geschossen habe oder nicht. Ich weiß es nicht mehr. Mist. Ich
brauchte den nicht zum... Boah, hab ich mich erschreckt. Ist denn das? Wer ist denn das? Tu was? Oh, ist das dunkel hier. Wollte ich die eigentlich gerade erschlagen? War nicht gerade noch einer von den kleinen Scheißern? Egal, wir hören das. Ist noch irgendwas hier oben in der Luft? Schöner Flieger. Flugmonster. Von wem ist das? MBK. Sehr schön. Ich muss aber echt mal hier ein paar Fackeln craften. Was habe ich jetzt gerade geholt? Für was habe ich das geholt? Und warum ich das gemacht habe, weiß ich gerade nicht. Ja, die Beeren. Stimmt. Okay. So, schnell. Und danach bauen wir mal ein bisschen an dem Haus weiter, solange es dunkel ist. So. Und die Beeren tun wir jetzt ganz kurz in den Futternapf schmeißen. Auch mit den Samen. Jetzt können wir die Samen nämlich auch mal mit dazu nehmen, damit wir nachher auch mal ein kleines Gemüsebeet machen können. So. Was war das, was ich dabei hatte? Okay. So, ganze Materialienzeugs. Kriege ich das hier rübergeschmissen? Okay, super. Perfekt. Okay, dann baue ich das erstmal ganz kurz noch ein bisschen was fürs Gebäude. Wir haben natürlich wenig Holz. Ist natürlich auch wieder blöd. Aber es macht nichts. The roof is on fire. Tetsch, stimmt. Okay, jetzt haben wir was. So, Foundations. Nur zwei kann ich bauen, aber zwei werden wir bauen. Da uns jetzt natürlich der Baum hier fehlt, was ich sehr, sehr schade finde, ist ja genau in dem anderen Let's Play. In dem anderen Let's Play hatte ich das ja auch. Da ist es echt schade mal gewesen, dass mir der Baum irgendwie jedes Mal abhanden gekommen ist, da ich ja totaler Baum-Grünzeugsliebhaber bin. So, wir bauen dafür, weil es natürlich jetzt nicht anders geht, in die Richtung weiter. So, geht's noch dran oder geht's nicht mehr hier dran? Nanu? Okay, ich kann gar nicht nach vorne bauen, warum auch immer. Da muss ich, ach ja klar, ich muss ja nachher die Sellings dran setzen. Alles klar, machen wir nachher mit den Sellings. Dann werden wir es erstmal hier in diese Richtung bauen. Das ist okay, dann haben wir nämlich genau zwei Stück. Okay. Fragen wir mal Fabian mal gucken, wie es dem geht. Ah. So. Was fehlt jetzt, glaube ich, Holz fehlt uns noch. Meine Fresse, ist das dunkel jetzt hier im Dunkeln natürlich ein bisschen Holz zu jagen. Ist immer lustig, wird immer plötzlich immer wieder heller, ganz plötzlich so auf einen Schlag. Kriech. Ich finde eigentlich, ich habe eine ganz gute Stelle ausgesucht. Gefällt mir ganz gut hier in der Nähe vom Wald und dieses Nähe vom Wasser und dann noch die ganzen Inseln drumherum. Sehr schön. So, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Sellings. Zwei Stück. Wir craften jetzt auch erstmal so
wild drauf los. Weil ihr seht ja, ich kriege ja viele Punkte für. Das ist ganz gut. Perfekt. Hier haben wir es erstmal gecraftet. Ich brauche unbedingt ein Farm. Ein Farmtier. Und deswegen werden wir uns auch jetzt gleich mal den Trike besorgen. Hier Pucky Raptor. Trike-Sattel. Und das machen wir jetzt nämlich zusammen. Aber dafür brauche ich erst noch mal ein paar. Habe ich nicht Florian geschrieben? Oh, Fabian. Florian, Fabian. Ja. Man kann sich ja mal vertun. Wie gesagt, Leute, wir sind nicht im TS. Wir haben noch kein TS. Ich habe noch kein TS besorgt. Das heißt, ich musste ab und zu mal ein bisschen schreiben hier mit den Jungs, die hier auf dem Server sind. Mein erstes Let's Play Game, Let's Play von Ark auf dem normalen Server, The Island, läuft noch immer übrigens, ist aber eben privat auf meinem Server und das läuft auch so weiter. Das ist ein öffentlicher Server, das kriegt ihr alles hier, wenn ihr jetzt mal unten in der Videobeschreibung seht ihr alle Informationen vom Server, wo ihr den Server findet, wie der Server heißt, was wir für Mods hier drauf haben und ihr könnt gerne dazu joinen und mit mir spielen oder eben mit uns. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr mit dazu kommt. So, das glaube ich, das brauche ich, ne? So für die Pfeile, ne, oder? Fiber und Tetch, okay. Kein Holz. Fiber und Tetch. Machen wir jetzt erstmal ein paar Pfeile. Ihr seht, das gibt nicht unbedingt viele Punkte, so kleines Zeugs. Aber. Oh. What the fuck? Da jetzt einer drauf oder nicht? Boah, krass, ey. Mit 3S, alles klar. Schreiben Scar, White Wolf. Boah, der Drache ist ja mal mega geil. 138 Level. Schreiben und spielen, das ist nie so besonders. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Schreiben und. Boah. Wie gesagt, ich habe ja auch hier das Mikrofon, das ist ein Standmikrofon vor mir. Und dann habe ich noch dieses Pop-up, den Pop-up-Schutz, damit ich, wenn man natürlich zu oft sagt, damit das nicht so nicht zu laut klingt, damit das nicht so ins Mikrofon reingepoppt wird, sagen wir mal. Und ich habe keinen Blick auf meine Tastatur, nur so gerade mal auf WASD und das ist nicht unbedingt einfach. Ja, deswegen. So, das machen wir noch ein paar. Deswegen ist Witz mit dem Schreiben auch gerade immer. Ich muss immer wirklich um diese Sachen, um diese ganzen Mikrofone und ganze alles drumherum. Nein, nicht kämpfen, das ist doch mein Trike. Scheiße, jetzt macht er mir den Trike kaputt. Nein. Oh, oh. Schön da in meinem Haus.
Schön da in meinem Haus. Komm noch näher zu meinem Haus. Hier bin ich übrigens. Okay. Alles klar. Es hat jetzt gerade noch jemand was geschrieben gehabt. Habe ich natürlich jetzt nicht gelesen. So, was stand da? Okay, nichts für mich. Supi. Den haben wir jetzt auf den Boden gelegt. Das war Level 8. Das geht eigentlich ganz schnell. Dann werden wir jetzt noch mal ein paar Bärchen sammeln. Und dann haben wir schon mal den ersten Trike für uns, für das Let's Play. Das ist ganz gut, weil eben ich brauche hier für das ganze Gefahren, da brauche ich echt jemanden, der mir die ganzen Sachen trägt. Und wie gesagt, der Grave spielt noch nicht mit. Da ist natürlich, wenn man zu zweit in einer Wohnung oder in einem Haus hier spielt, dann hat man echt ein bisschen Glück, dass man hier zusammen farmen kann, bauen kann, craften kann. Man kann sich auf den anderen verlassen. Jetzt alleine ist natürlich ein bisschen schwerer. Aber das werde ich noch auch meistern. Ich übrigens noch liebe Grüße an mein Grave, an meinen Taschengrave. Ich vermisse dich. Komm bitte bald auf den Server. Und jetzt schmeißen wir ihm direkt die Bären rein. So. Ja, SSS. Was stand jetzt gerade da? Mit 3 Leben. Mann, so viel kann man doch nicht schreiben. Das kann man doch nicht alles lesen. So. So. Jetzt will ich aber hier meine Punkte vergeben. So, nochmal zurück. Das sind meine Punkte. Und jetzt Food, Water, White, Melee Damage. Jetzt nehme ich mal ein bisschen auf Melee Damage, aber nur ein bisschen. Weil, wenn wir hier. Kleinen Scheißkopf. Das ist doch Shigi. Das ist nicht Sigi, das ist Shigi. Shigi, der von den Pokémons. Der hat doch auch, der ist doch eine Schildkröte. Noch ein paar Bärchen sammeln gehen, währenddessen der Trike hier gezähmt wird. Das geht übrigens noch schnell. Für die Folge wird das, glaube ich, auch komplett durchgezähmt. Ich glaube, jede Folge habe ich jetzt wirklich ein Tier gezähmt. Tut mir leid, Leute, aber da ich ja auf dem anderen Server, auf meinem Server, auch das Gameplay habe auf einem ganz normalen Standard-Server, das ist nicht so leicht und nicht so schnell wie hier, weiß ich eben, dass man wirklich Dinosaurier braucht. Die braucht man zum Farmen, die braucht man zum Kämpfen, die braucht man zur Fortbewegung, das ist echt super wichtig. So, schön. Ich muss mal ganz kurz das wissen. Oh Mann, warum schreibe ich denn groß? Ich drücke hier die ganzen Tasten immer. Schön sammeln. Den Rest, den werden wir den nachher in den Futternapf schmeißen. So, wie sieht's aus? Wir haben schon die Hälfte geschafft. Das ist toll. Da freue ich mich drüber.
Jetzt glaube ich natürlich, wie gesagt, Leute, ich hatte ja hier in der Videobeschreibung, ihr könnt immer gerne mitspielen. Ich spiele fast jeden Tag auf dem Server jetzt, aber ich bin sehr spät immer aktiv. Und das bedeutet, wenn ihr mich sucht, tagsüber werdet ihr mich nicht finden. Ich bin wirklich echt sehr, 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 sehr spät immer online, so ab 10, halb 11 erst. Und naja, wie gesagt, tut mir leid, anders geht's bei mir hier nicht. Oh, schnell nach Hause, ich muss ein paar Sachen ablegen. Bei mir geht's eben nicht anders. Das sind hier meine Zeiten. Ich spiele ja hier aus Italien, aus Sizilien, und das sind ganz andere Zeiten hier, und deswegen bin ich dann immer sehr, sehr spät online. So, ich habe so viele Sachen gefarmt, wusste ich gar nicht. Jetzt lege ich das alles noch hier rein in den Futternapf. So. Sehr schön. Freut mich, wenn der Futternapf langsam voller wird. Und ich freue mich endlich, wenn ich auch mal langsam einen Flugsauriersattel habe. So, wo ist der Trike jetzt hier? Ach, scheiße. Sorry. Den Trike-Sattel brauche ich ja übrigens noch. Der Trike-Sattel. Trike-Sattel Hide, Fiberwood. Habe ich doch alles da. Hallo. Sehr schön siehst du aus. Was war das? Also, Hide und Holz, und dann müsste ich den craften können, genau. Dann craften jetzt, übrigens werde ich dann jetzt auch ein ganzes Stückchen vorspringen. Wie gesagt, XP ist mal 5 hier auf dem Server. Und, boom, die Hälfte. Das ist echt, echt krass. Also gesehen, auf unserem Standard-Server hättet ihr noch nicht mal ein Zehntel bekommen. Und er müsste jetzt langsam aufwachen. Der Herr oder die Dame? Was war es nochmal? Eine Dame. Ich habe heute nur Damen. Aber es ist besser so. Dann kriege ich hier wenigstens Eier. Von den Trikes. Triceratops. So. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr mich findet auf der Karte, ich mache es mal ganz kurz für euch. Zack, auf. Das bin ich da hinten. Dieser kleine Knopf da, dieser rote, nicht rote, braune Knopf da auf der Karte, wo drüber mich steht. Und wenn ihr wissen wollt, auf dem Spawn Zone, wo ihr drücken müsst, ich bin in der South Zone 1. Und das ist auch ganz nah am Spawnpoint. Also ihr werdet hier wohl genau da, wo das Mii-Zeichen ist, wird es auch ein Spawnpoint sein. Und das könnt ihr. Oh. So. Das ist die Gutlinde. Hallo Gutlinde. So, der Trike-Sattel. Und jetzt kann ich endlich mal ein bisschen laufen und kämpfen und bewegen und farmen und. Ich bin glücklich. Sehr, sehr schön. Ich habe jetzt hier ein schönes Haustier, auch zum Verteidigen. Mein Haus ist natürlich nicht größer geworden. Das müsste ich jetzt langsam mal machen für eben meine Tiere. So, das wurde jetzt noch mit dem Chat geschrieben. Das ist jetzt erstmal, glaube ich, nichts für mich. Alles klar. Okay, Leute. Das war jetzt auch wieder mal die Folge für heute. Und sagen wir mal, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.